Hallo und willkommen zur Let's Show Minecraft mit mir, dem Jonas. Es hat sich einiges getan seit dem letzten Mal. Letzte Woche kam kein Video, denn ich war krank, konnte nichts machen, dementsprechend auch nichts bauen. Ich bin jetzt erst gestern wieder dazu gekommen, was zu bauen, und die Woche bevor ich krank war, habe ich ein bisschen was gemacht. Hier beispielsweise haben wir so ein paar Bienenzeug, weil ich mit Bienen rumexperimentiere, sowie ein kleines Kraftwerk für die Quarries, also das hier ist dann für die Quarries. Und hier haben wir eine Aegis Table Electrical Engine mit den zwei Hybrid-Solaranlagen. Dann, das hier ist neu, und zwar ist es so, wir haben mit der Zeit so übelst viel Cobblestone und was weiß ich bekommen, man sieht ja hier schon, wie viel Zinn und was weiß ich wir haben. Und wie man sieht, hier die Zinnkiste ist auch schon voll, fast. Die müssen wir jetzt dann, die ist sogar schon abgegradet, die müssen wir jetzt dann upgraden. Und wenn das nicht reicht, dann müssen wir das vielleicht zu Blöcken machen. Ja. Und dann haben wir das so gemacht mit dem Cobblestone und mit dem Erde. Mit der Erde, mit dem Cobblestone, mit dem Gravel und Sand. Das wird hier aussortiert. Wird hier rüber geschickt. Dann geht es hier rüber. Das neue Häuschen, das von einer ultimativen Hybrid-Solaranlage angetrieben wird. Und diese Hybrid-Solaranlage tut einen MFSU powern, sowie diese vier Recycler hier, sowie der Mass Fabricator hier drüben. Und das ist so, dass hier das aussortierte Zeug kommt, was momentan nur Cobblestone ist. Und das wird dann hier rüber geschickt in die Recycler. Jeder Recycler hat auch sein eigenes Teil, wie beispielsweise Erde, Gravel, Sand und Kabel. Und das wird dann da recycelt. Wird dann hier hinausgepumpt. Mit diesen Eisenpipes wird die Richtung angegeben, weil ansonsten gehen die hier kreuz und quer wieder hier rein oder was weiß ich wie. Gehen dann hier rüber, hier unten in den Mass Fabricator, hier unten in den Slot hier rein, also sprich so. Wird dann hier an der Seite, das Yo-Yo Matter wird dann hier an der Seite wieder rausgepumpt. Dann wird das mit der Frequenz 1 wird das dann. Und by the way, wir haben jetzt schon Teile der Quantumrüstung, könnten, hab sogar schon noch ein paar Iridiumplatten. Dann wird dann, whoops. Okay, wird dann hier rüber getan, also hier rüber geschleust, hier rein, das ist die Frequenz 1, geht dann hier rein und wird dann hier drüben einsortiert, wo wir mittlerweile auch schon wieder 48 haben, also ziemlich viel Iridium, weil Iridium kommt auch als Erz vor. Und ja, wieso, bla bla bla. Der ein Quarry da drüben ist fertig. Dann haben wir angefangen mit Mistcraft, das ist glaube ich, Welten zu generieren. Und das ist die Farmwelt. Und das baut man gleich in einem Dorf. Hier ist der Starfischer, wo man wieder zurückkommt. Im Notfall hätte ich ein Buch dabei. Da sind hier Wooden Tendrils und was weiß ich alles. Und wie man sieht, hier ist ein Quarry. Und das sind schon Diamanten. Also, und wir sind erst bei Höhe 85. Es ist ziemlich heftig, was der hier alles finden wird und schon gefunden hat auch. Weil da findet man halt unter anderem Iridium. Versuche mal gerade was zu finden. In der normalen, da ist, glaub, was, nee, es ist es nicht. In der normalen Welt findest du es eigentlich gar nicht. Da musst du schon so eine Welt hier machen mit so Zeichen und so weiter. Das ist ja keine Mod-Vorstellung, also sagen wir einfach, das ist eine Welt modifiziert, wo viel mehr Ressourcen vorkommen. Kann ja mal eben gucken, ob hier Iridium ist. Da ist Uran. Noch mehr Uran. Okay, hier ist kein Iridium. Hier drüben vielleicht. Da. Nope. Da ist ein Baum. Wow. Muss die Welt generieren.
Aus irgendeinem Grund habe ich keinen Ton mehr, egal. Ja, also von dem bekommen wir die übelst vielen Ressourcen. Also kann man ja sehen. Und da ich ein Out of Memory. Jo, da bin ich wieder. Ich hatte einen Out of Memory, was irgendwie komisch ist, weil das habe ich alle halbe Stunde aus irgendeinem Grund. Also da kann man wirklich auf die Uhr gucken. Und das ist auch komisch, weil mein PC nimmt eigentlich nur irgendwie die Hälfte an dem, was er zur Verfügung hat, beziehungsweise bei Minecraft. Oh, da 800 von 3 GB, das nimmt er gleich. Jetzt hat er wieder bloß, ja, egal, man sieht es ja. Und was auch buggy ist, der Hintergrund flackert hier übel, wenn es regnet. Und normalerweise habe ich bei der Welt hier so eingestellt, dass es gar nicht regnet. Was dann auch ein bisschen komisch ist, dass es regnet, weil es sollte eigentlich gar nicht regnen. Aber naja. Ihr habt es gesehen mit dem Quarry. Da waren Diamanten. Egal. Vielleicht ist hier eben Iridium irgendwo. Jetzt fragt euch wahrscheinlich, was braucht Iridium für die Quantumrüstung oder ziemlich gute Rüstungen und so ein Kack. Ich sehe jetzt eigentlich gerade kein Iridium. Ne. Kein Iridium. Man sieht hier, whoops, wieder respawnt. Also hier drüben. Ja, das ist eigentlich ganz nice, weil wir bekommen da, wie man sehen kann und wie man sehen konnte, richtig viele Ressourcen. Der hat ja auch schon ein Iridium gefunden und das andere liegt in der Kiste. Oder war in der Kiste? Das haben wir, glaube ich, schon verarbeitet, egal. Ja, richtig viele Erze und Sö und unsere Kisten sind dann auch schon puh bald wieder voll. Das kann man eigentlich recyceln. Weil das braucht man nicht. Alles, was man nicht braucht, kann man recyceln. Was? Das kann anscheinend nicht. What? Gut. Ah ja. Hä? Okay, back grad etwas rum. Egal. Lassen wir uns nicht davon irritieren. Hier ist so ein Dingskuchen, wo die ganzen Zeichen drin sind für die Bücher, für die Welten. Und hier drüben haben wir einen Seelenaltar, sowie keine Ahnung, Behältnis, wo man Seelen reintun kann. Da kann man einfach Sachen verzaubern, verbessern, was auch immer. Zählen bekommt man, indem man mit einer Sense Gegner tötet. Aber, ja, man kann das auch mit einer Verzauberung machen, damit mit normalem Schwert. Hier haben wir eine Blaze Farm, also man kann das hier eben anmachen. Man kann schon hören, was drin abgeht. Da haben wir einen Level 5 Spawner drinnen. Wenn wir jetzt Ruf machen, sehen wir Überraschung. Das sind ja übelst viele Viecher. Aber mit mir können sie es nicht aufnehmen. Und bam, da sind sie alle tot. So haben wir früher teilweise gelevelt. Hoppala. Also. Was ja früher, es muss ja wahrscheinlich automatisch kommen, wie wir heute leveln. Und zwar benutzen wir heute, beziehungsweise seit gestern eben, und das hier ist immer noch nicht repariert, weil das mein Creeper explodiert, einen Zombie-Spawner. Man kann mit einem Mod nämlich selber Spawner craften. Und es ist aber sehr aufwendig. Das hört sich jetzt wahrscheinlich so einfach an, aber es ist echt aufwendig. Und der ist Level 3. Wer es interessiert, der Mod heißt Soul Shards. Man sieht hier, dass die da runterplumpsen, mit dem Wasser darüber transportiert werden, hier rüber. Und hier unten landen. Und das Schwert macht Flächendamage, deswegen sind die alle schnell tot.
Das hier ist ein Glas von Thorncraft, das tut die ganzen XP speichern, falls wir Level 30 sind und wir wollen die XP nicht verschwenden. Ja, also man sieht, ich habe die jetzt einmal gekillt und bin instant irgendwie auf Level 20 und ich weiß nicht, was ich vorhin war. Ja, also das Schwert ist auch von Thorncraft, das heißt, ich habe es umbenannt in Firemorn. Das ladet sich auch wieder auf, wie man unten schön sehen kann. Das bringt das. Es nimmt nämlich, oder wie erkläre ich das jetzt? Es gibt positive und schlechte Energie, sage ich jetzt einfach mal. Die schlechte Energie ist schlecht, kann man sich denken. Und die gute Energie braucht man für allerhand Sachen, beispielsweise um Sachen hier hinten zu craften. Verzauberte, wohlgemerkt, beispielsweise das Schwert. Und das Schwert nimmt diese positive Energie und repariert sich dann damit. Die positive Energie tut sich aber natürlich wieder aufladen, also die ist bis jetzt noch nicht wirklich zu Ende. Und ich habe da auch, dass wir mehr Energie haben, also mehr positive Energie, habe ich auch, ich finde es jetzt da, ach, da ist er schon. Die habe ich auch verzaubert mit so Seelen, aber da merke ich bis jetzt noch nichts. Oder? Nee. Ja, der habe ich verzaubert. Keine Ahnung, was es bringt. Und. Ja. Den Node, also den Aura, die Aura hier, habe ich so hingezüchtet, dass sie übelst groß wird und natürlich auch dementsprechend viel positive Energie speichern kann. Wie man sehen kann, haben wir auch, ja, viel jetzt nicht, aber es ist auch nicht wenig negative Energie in der Umgebung. Und man sieht, solange mein Schwert hier aufladet, ist die Energie, also wir haben jetzt 950 jetzt, es hat wieder was bekommen. Und es wird jetzt immer weniger, wie man sieht, und das Schwert ladet sich auf. So, jetzt ist es wieder voll. Jetzt kann man sehen, dass nichts mehr verschwindet, es bleibt gleich. Jetzt geht es wieder nach oben. Und das kann man eben mit der Brille hier sehen. Dann, was gibt's eigentlich noch? Eigentlich ansonsten nichts. Hallo. Ja. Also Creeper, das ist, die brauchen mal Galtkummer. Die können gleich mal abhauen. Und ja. Ja, gibt echt gar nichts mehr. Nee, es gibt eigentlich ansonsten nichts mehr. Also, ich sag danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Kann sein, dass die Folge ein bisschen kurz war, aber wie gesagt, ich hatte nicht wirklich Zeit und dieses Mal wollte ich euch eine Folge geben. Also, tschüss.